Hallo, liebe Subsistenz-Freunde, da sind wir wieder mit einer neuen, allerneuesten Runden Subsistenz. Mit der LP Schmiede und dem Mr. Chaos, Freunde. So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Sind jetzt eigentlich die Jäger aus oder hast du sie noch Nee, angelassen? wir waren da stehen geblieben, wo wir stehen geblieben waren, Freunde, und da wollen wir heute weitermachen, ne? Ist doch ganz logisch. Ne? Ja, das ist ja für die Überlebenshaltung sehr wichtig hier, das zu wissen, Freunde. Ja, also die Jäger, die sind noch da. Der eine hat immer schon sauer geguckt. Und wir brauchen hier noch ein paar Teile, ne? Ja. Stimmt, wir wollten ja erst ausmachen, wenn wir die Teile für die Bögen zusammen haben, Ja, ne? Für denn zwei Bögen. genau, der Bike hatte mich schon angeschrieben. Ach so, das muss ich gleich mal sagen, bevor ich das vergesse. Ich wurde doppelt angeschrieben in Subsistence. Der Biker sagte, der Bogen, der Reflexbogen, wo wir gerade hinsparen, ne, das Ding ist richtig mega, das müssen wir unbedingt haben. Deswegen sparen wir da drauf, ja. Ne? Deswegen sind die Deadlifts da, also das. Hat er im Singleplayer getestet, ne? Wie gut der ist. Okay. Und dann hat Utax mich noch angeschrieben, von wegen, wir wundern uns, dass wir immer nicht leveln und du ja auch, ne? Ja. Und der hatte mir tatsächlich was gesagt, was ich selber auch nicht wusste, auch wenn man krank ist und sowas. Diese Levelbalken da unten, die blauen und roten da, ne? Ja. Die gehen auch rückwärts, ne? Also wenn du krank bist, gehen die immer weiter zurück und so. Oder wenn du Hunger hast oder wie auch immer. Also wenn du beschädigt Okay. bist und so, gehen die auch rückwärts. Der bleibt nicht stehen, da müssen wir mal drauf achten. Okay. Weil ich hatte gedacht, wenn man krank ist, ist ja egal, du bist halt krank, hast nur die Ja. Hälfte der Energie, ne? Aber das geht immer weiter runter dann. Wie? Ja, Utax ist jetzt auch bei mir in der Freundesliste willkommen, auf jeden Fall. Er hatte mich angeschrieben, ja, wie gesagt. Und ja, ich habe das jetzt heute mal angenommen. Ich war ja schon länger nicht mehr online. Ich bin ja leider nicht täglich online. Das schaffe ich einfach nicht. Dafür habe ich zu wenig Zeit. Ich kann höchstens immer alle 2 Wochen mal so ein bisschen, weil ich nebenbei auch noch ein paar Projekte am Laufen habe. Und deswegen, Freunde, kann ich nicht jeden Tag zocken. Das ist halt einfach Ja, so. Freunde, ihr seht selbst. Das Real Life ist halt immer noch das Wichtigste, ne? Und dann wundert er sich, dass er so wenig Lohn kriegt, ne? Freunde, da sagt er erst aber selber, Ja, ne? Da sagt er es schon ja. selber. Ja, Freunde. Ach, da ist eine Tomate, okay, da ist das. So, das, ja. Ich habe eben auch schon einen Huhn gefunden. Waskan ist schon da, Freunde. Es ist früh morgens um 7. Morgen. Und jetzt haben wir wieder, die Woche haben wir wieder Daddelzeit, ne, oder? Ja. Aber bis das rauskommt hier, dann ist auch schon wieder eine andere Woche Daddelzeit. Ja, das ist so. Ja, wir sind ja fleißig am Aufnehmen hier. Freunde! Da nebenbei mache ich nochmal eben schön Krustenbraten, aber schön in langsam Garung, ne? Ja, 6,5 ja. Stunden im Hat Ofen. er mir um 6 schon geschickt, das Bild mit dem Krustenbraten im Ofen, Freunde. Fertig marinieren, Ja. ja. So, das haben wir alles, das haben wir alles. So, ja, ich nehme mal lieber das Gewehrchen hier mit. So. Wann soll ich denn vorbeikommen? Freunde, ne? Wann ist der Krustenbraten denn fertig, du? Nur um kurz vor eins. Möwe! Du wolltest heute tauchen, ne, oder was? Ne, wir wollten Deadlifts machen, oder wie, was war jetzt Ja, nochmal? tauchen will ich erstmal noch nicht. Das ist mir erstmal noch zu heiß. Wie sehen wir aus? Genau, Helm haben Was wir siehst auf, du? ne? Mal eben Haben kurz wir beide gucken. einen Helm eigentlich? Ja, ne? Ja. Ja, Klamotten Ja. reparieren, ja, das ist alles schick. Pistole reparieren, ja, das geht noch. Wie sieht's aus, stromtechnisch? Oh, wir sind ja Maximum, Alter, mehr geht gar nicht. Das ist ein Ding. Hast du gesehen? Alter Schwede, der Helm ist auch schon ein bisschen kaputt hier, ey. Das ist auch schon. Wir brauchen unbedingt wieder Kotten. Wir müssen Kotten finden. Ganz wichtig. Wieso? 22 Waffenteile haben wir und 8 Waffenteile brauchen wir noch. Ja, Kotten müssen wir finden, damit wir wieder alles reparieren können. Meine Hose ist auch schon überhalb kaputt. Ja, Weil du. sonst wäre das nachher zu teuer, um die ganzen Sachen komplett neu zu bauen, weißt Stimmt, wir haben ja sogar hier dann Dietrich, glaube ich, ne? Also ich habe jedenfalls du? einen. Ja. Was richtig cool wäre, wenn wir mal so 8 oder 9 mal Kotten wieder hätten. Das wäre schon vorteilhaft. Freunde. Ja, dann schmeiß schon mal Feuer in den Ofen, ne? Du hast ja die Kohle, glaube ich, irgendwo gehabt, ne, oder? Ne, ich habe keine Kohle mehr. War die Kohle leer oder was? Ja, Kohle war schon lange leer. Warte, hier ist noch so ein Ding hier. Faserbrikett. Ja, genau, da habe ich einen reingeworfen. Ich würde sagen, wir gehen los, oder? Ja.
Die Öfen sind an. Warte mal. Wie, du. Warte, ich muss mal kurz hier meine Waffe reparieren. Das geht nur mit diesem blauen Zeug, das ist ja auch dumm. Mit dem Zeug, wo du die Flaschen machst, ne? Das ist zum Waffen reparieren. Ich habe auch nichts mehr zu essen, was ich mitnehmen könnte. Das ist auch schlecht. Stimmt, da sagst du was. So, trinken habe ich. Oh, die Munition habe ich auch noch da. Oh, mir ist heiß. Dabei habe ich doch gar keine Jacke an. Doch, mir ist auch heiß. 28 Grad haben wir, ja. Ja, Freunde, ihr seht vermutlich mittlerweile selbst, dass wir das alles hier in den Griff kriegen. So, komm jetzt. Ja, ich bin sofort da, Minion. So, kurz leer machen hier. So, hast du alles? Essen, Trinken und so? Ja, ich habe nur, was zu trinken habe ich mit und ansonsten habe ich nur ein bisschen, paar Beeren mit. Also was Richtiges zu essen habe ich nicht mehr. Riegel oder irgendwie Eier oder sowas. Oh, das ist ja nur gut, das kriegen wir hin, ne? Eier kann ich dir geben, habe ich gerade im Tisch. Da bist du draußen, ja. Ich mach Tür zu, ne? Wo ist er denn? Ja. Achso, ich wollte ja die Kiste. Da wollte ich gerade hinlaufen, da habe ich den Wolf vor platt gemacht, Freunde. Ich habe ganz vergessen, die Kiste zu holen. Ja, Freunde, vermutlich seht ihr es mittlerweile selbst. Die Müllwolle ist wieder außer Rand und Brand. Wir müssen ja auch wieder ein bisschen unsere Glasgeschichte da bald mal anfangen hier. Ja, hier vorne ist ein Deadlift, der macht wieder Fälle. Ich weiß nicht, wo haben wir denn zum Schluss das letzte Haus kaputt gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Wegen dem Loot. Also wir müssen eigentlich, wollen wir mal um die Deadlifts rum oder was? Ja, ich glaube, ja, können wir. Ja, wegen diesen Premium-Kisten, die müssen wir auch mal finden, ne? Ja. Laufen wir mal links rum, Leute. Dahinter, hinter den Deadlifts sind ja die, da sind die ja nicht mehr. Da haben wir dann ein bisschen Sammelruhe, sag ich mal, ne? Ihr seht selbst, die Möwe ist ganz vorsichtig hier am Zaun. Ein Hühnchen brauchen wir noch. Oh, Munition habe ich aber, also leer bin ich nicht. Das ist gut. Ja, ein bisschen Munition habe ich auch noch, also alles gut. Oh, die haben das Haus weitergebaut, ne? Kann das sein? Jo. Das ist schon ganz schön groß, ey. Guck das mal an, ey. Ja, vorher waren wir da noch reingelaufen, ne? Jetzt ist es komplett zu, Alter. Heftig. Und alles aus Metall, ey. Immer gleich sofort alles aus Metall und das Beste, was es gibt, ne? Ja, ist klar, ey. Das ist schon wieder ein bisschen heftig, find's nicht auch. Ja, vor allen Dingen, wollen wir wetten, dass die automatisch diese, ja, diese Kristalle und so kriegen, ne? Ja, ja, klar. Vorsicht, da ist ein Deadlift, ne? Da rechts. Der guckt gerade zu dir. Oh, ich glaube, der erwischt uns. Ja, komm, pass auf. Los, schnapp ihn dir. Wo läufst du denn hin? Er läuft hinter dir, naja. Jawohl, wir haben ihn. Warte, ich muss ihm kurz gucken. So. Zwei Waffenteile, Freunde. Schön. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Wie viel hast du denn? Du hatte er zwei. Hm? Haben wir beide angeschossen, den Kerl. Sehr gut. Hat sich also gelohnt, Freunde. Ja, also mich hat er aber auch einmal getroffen. Also ich habe auch Gott ein bisschen Damage. Nicht so viel. Nö, nicht mal 10 HP. Also der war ein Lapsch. Aber ach was? So, warte mal. Ich muss mal meine Schuhe kurz reparieren hier. Milve, du siehst ja aus wie so ein Plinsack, Mensch. So. Meine Axt ist schon wieder halb kaputt, meine Pickaxe ist auch. Ich hätte eben beinahe noch mit Schrot geschossen, aber dann habe ich gesehen, dass du dahinter stehst. Milve, ich wollte es nicht sagen. Ich glaube, die Prozente, die mir fehlen, sind von deinen Kugeln gewesen, ey. Da schießt echt hier hinterm Deadlift und er ballert von halt mit dem Gewehr, Alter. Ey. Ich denke, oh nee. Oh, da ist ein Hirsch. Hier ist ein Elch, siehst du ihn? Ja, da rechts. Okay, willst du ihn angreifen? Nee. Wir wollen ja erstmal jetzt gucken, dass wir irgendwo Premium-Kisten und sowas finden. Ja, das stimmt. Wäre nur lustig geworden, wenn er dich dann aufspießt. Du. Freund, er muss sich ja schließlich mal wieder rasieren, ja, ne? Es werden immer mehr Deadlifts hier. Guck mal, da sind auf einmal schon wieder Wander-Deadlifts. Oh nö. Ich dachte, wir haben hier Ruhe jetzt. Der kommt, Vorsicht. Von links. Ach, hier unten gleich, oder was? Schnell weg. Ja. Komm, wir hauen ab. Oder willst du ihn platt machen? Bam, bam, bam. Ist er tot? Ja. Okay, hoffentlich kriegst du Waffenteile. Wie viel ist da noch einer oder ist er alleine? Ja, der war alleine. Wo ist denn sein Rucksack hier? Ja, siehst du wohl, dann ist er platt. Wunderbar.
Freunde! Ach, ich wollte die Enten füttern. Wo ist denn sein? Ich sehe seinen Rucksack gar nicht, ey. Warte, ich komm. Vielleicht sehe ich den ja. Oh, hier ist ein Hähnchen drin. Oh, 40 Mal Asche, die nehme ich auch mal mit. Oh, natürlich keine Waffenteile. Was ist das denn, ey? Echt nicht? Lächerlich, ne? Ja, egal. Hauptsache, wir haben. Dafür hast du bestimmt Munition gekriegt oder so, ne? Auch nicht schlecht. Irgendwo hier war doch. Ah, da. Da, Ausschau halten, Premium-Kisten, Freunde. Normal sammeln und Premium-Kisten. Was ist das hier? Kottensamen? Ne, Medizinsamen, okay. Ja, dass man keine Kottensamen hier findet, ey. Das ist echt, ey. Ja, die brauchen wir auch. Spiel, ne? Das Spiel sieht, was wir brauchen, und da haben wir echt. Das ist leider echt irgendwie das Problem, glaube ich, ja. Ist das ein Hase? Brauchen wir nicht. Hier ist der Zaun. Das ist eine Kiste, bewacht von Bären. Ey, hier läuft man sich ganz schön Wolf mittlerweile, wa? Ja. Vielleicht gibt's da auch mal irgendwann mal Fahrzeug oder so. Ja, das wäre schon nicht schlecht, ne? Wobei die Welt für ein Fahrzeug wahrscheinlich dann schon wieder zu klein wäre oder so, ich weiß, ne? Aber so ein Rad halt irgendwie, oder keine Ahnung. Boah, so ein. Oder so ein hier, so eine Enduro oder sowas, ne? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist das ein Quad oder was? Moped. So. Nee, wer? Als wenn ich davon Ahnung hätte, ey. Ich weiß nicht mal, was das ist. Nee, ich weiß, Endurance heißt Ausdauer, das weiß ich. Ah, so, Freunde, ja, meine Axt ist gleich auch schon wieder kaputt. Was ist das denn? Mhm. Meine Spitzhacke meine ich, nicht Axt. Wir haben Deadlabs gehauen, deswegen wahrscheinlich. Oh, die habe ich doch nicht mit der Spitzhacke gehauen. So. Wo bist du denn jetzt überhaupt lang gelaufen? Ich weiß, bin mir auch nicht so sicher. Na, wir müssen noch zusammenbleiben. Ja, du läufst ja immer weg. Ja, ich laufe immer weg, ist klar. Mann, ich bin da oben am Zaun noch weiter. Oh, hinter mir ist ein Hund. Ich suche hier so eine Premium-Kiste, Mensch. Weißt du doch, Schlinge. Oh, mir geht's ja richtig schlecht, Alter. Ich muss was trinken. Aber ich habe gar nicht gegessen, wo ich losgegangen bin, ne? So ein Schiller ist schlecht hier, ey. So, hier ist der Zaun. Okay, dann bin ich bei dir jetzt irgendwo. Ja, Freunde, ihr seht es vermutlich selbst. Wir müssen alle noch wach werden am frühen Morgen. Boah, ich will keine Federn. Ich will einen Baumwollsamen haben. Verdammte Mist. Ja, wofür brauchen wir das denn nochmal? Ja, um Klamotten zu reparieren und alles und. So. Da ist wieder ein Huhn. Ja, also die Baumwollsamen, das ist schon wenig. Deswegen hoffe ich ja, dass wir in der Premium-Kiste mal ein bisschen mehr davon finden, ne? Ja. Aber die Ja, das ist aber echt, das ist wirklich ein bisschen wenig. Also das könnten sie ruhig mal ein bisschen machen, dass man die ein bisschen häufiger findet, weil man die auch ziemlich häufig braucht. Also, nein, das ist eigentlich schon ein bisschen naja, ungerecht. Ist halt Subsistence, ne? Oder was erwarten wir da? Ja. Freunde, ihr seht es mittlerweile bewusst. Oh, das Hähnchen überrennt mich hier fast. So. Pfeile hast du genug, ne, oder? Ja, Pfeile habe ich noch genug. Ich glaube 54, ja. Okay, sonst hätte ich dir welche gegeben. Lagern wir einfach mal zwischen. Und ich habe auch noch genug Federn, also von daher. Okay, mir geht's auch gut. Im Pfeilbereich.
Ja, ich bin jetzt hier an einem neuen See, hier an dem großen. Und hast eine Kiste gefunden? Nee. Wir suchen noch eine Kiste, Mensch. Das weiß ich doch. Aber bisher noch keine Premium-Kiste. Weit und breit in Sicht nicht. Ja, weil du die Tiger wahrscheinlich gerade machen willst oder sowas, ne? Aber wir wollten ja eigentlich die Kiste. Nee, wir wollen Kisten. Ich will kein Tiger. Will ich keine Tiger. So. Ja, Freunde, ihr seht. Im Moment kommt gar kein Drop mehr. Nicht mal eine Kiste oder so. Ja, man sieht irgendwie gar nichts mehr, ne? Ich Nee. habe hier auch gerade das Problem. Kann das gar nicht Komm hin. nachvollziehen, dass hier so wenig liegt, ne? Ja. Ich weiß doch nicht, wieso. Wir sind drei Spieler. Wie kann man denn da die Premium-Kiste und so wenig machen, ne? Es muss ja Ja. für alle da was sein, Leute. Ihr seht es ja selber mittlerweile wahrscheinlich. Oh, erstmal hinsetzen. Oh, mein Kaffee ist auch schon wieder kalt. Erstmal gleich schön heiß holen. Hast du noch Kaffee an Bord? Nee. Ach, auch leer, ne? Mein Kopf ist auch leer. Freunde, dann stärken wir uns in der nächsten Runde auf jeden Fall. Aber noch suchen wir eine Premium-Kiste. Und man setzt sich ein Ziel, ne? Eine Kiste finden und man findet es nicht. Ne? Wir spielen circa 20, 30 Minuten und dann findest du gar nichts. Ey. Das ist immer echt Subsistence, ne? Ja, das ist schon dafür, dass auch noch Jäger und alles an sind, ist das schon ein bisschen echt heftig. Ja, sonst müssen wir wirklich hier die Jäger wieder verkloppen wie letztes Mal. Da sind wir im Kreis gegangen. Wir haben ja alle gut kaputt gehauen, ne? Wir hatten die wirklich im Griff, Leute. Ne? Aber Freunde, wir haben auch Dietriche dabei und wir wollen vernünftige Symptome fahren. Ich laufe gerade die ganz alte Map lang. Das ist die erste Map, die es gab, Freunde. Und hier, ja. Sieht ab und zu aus, so Stellen. Wo es Kisten halt gab und so, ne? Ja, wobei jetzt bin ich gleich schon bei Tiger Nummer 2 oder irgendwie so weit. Oh mein Gott. Wie weit man immer läuft, ne? Muss hier echt, ey. Ein Fleischstück, ne? Mein Gott. Kein Obst mehr dabei. Bin ich erschütternd. Na toll, wo bist du denn jetzt überhaupt lang gelaufen? Naja, ich bin bei dir wahrscheinlich in der Nähe irgendwo, ne? Aber wir müssen ja auch ein bisschen gefächert sein, sonst. Weißt du, wie ich meine? Wir suchen ja ein bisschen ab hier, ne? Wenn ich hinter dir laufe, dann sehe ich ja das, was du schon gesehen hast. Und selbst getrennt findet man nichts, Leute. Außer ein Huhn, welches die Möwe gerade gefangen hat. Okay, also da musst du ja bei mir in der Nähe sein, tatsächlich. Möwe. Ich habe immer einen Blick auf dich. Verlass dich drauf, mein Sohn. Ne? Möwe. Ja, der räumt sonst irgendwie Kisten ab, ne, und hält das so geheim. Ihr kennt ihn ja, ne? Sowas würde ich niemals, nie nicht tun. So. Ja, aber Leute, manche Leute sind sich noch nicht bewusst, dass die Nacht der langen Messer läuft. Oh, ich höre jemanden Holz hacken. Das könnte Detlef sein, ne? Ich muss aufpassen. Ja, der kommt direkt auf mich zu. Dann laufen wir woanders hin. Wo bist du denn? Am Detlef, ich dachte, das wärst du. Aber du musst doch hier irgendwo sein, wenn du mich gerade gesehen hast. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Nee, ich bin mit dir im Herzen, das weißt du doch. Ja. Schnack nicht so blöd rum. Ich bin immer bei dir im Herzen, ne? Leute, ich habe erstmal einen Drucker gekauft, aber was hältst du davon? Ja, brauche ich nicht. Drucker. Ja, und zwar kein dieses scheiß Tintenkram, ne? Und ich muss erstmal meine Steuererklärung machen. Jetzt ist endlich meine Abrechnung gekommen. Boah. Ja, das sag ich doch gerade. Das muss ich auch machen, ne? Mit 40 Seiten wieder ausdrucken, ne? Und dann steht da wieder, Drucker, Leute, vom halben Jahr gekauft, ne? Schon wieder soll ich Tinte kaufen, die kostet 50 Euro, ne? Der Drucker ab 70 Euro kannst du schon neuen kaufen. Jetzt habe ich mir für 500 Ja. Euro so einen Farblaserdrucker gekauft. Ich hoffe, dass ich damit endlich mal Ruhe habe, Leute. Ich will doch einfach nur drucken und dann soll es funktionieren, ne?
Was hältst du davon? Nö. Yeah. Ah, der ist richtig schwer gewesen, Alter. Da habe ich mir hier den Ast gehoben, ey. Aber der ist cool. Der ist so voll Lasertechnik und dann mit Lüfter hinten, ne? Und dann pustet der voll und so. So Industrie. Und dann riechst du den Elektrosmog hier im Studio auf einmal, wenn er das Drucken anfängt. Freunde, ihr seht es vielleicht selbst. Oh, das Huhn hat sich überlebt. Schade. Oh, das wird aber jetzt. Wieso bist du wieder zu Hause oder was? Ja, ich bin gerade zu Hause. Ich wollte eben Huhn zurückbringen. Aber es ist gestorben. Das ist ja unfassbar. Der läuft ja einfach wieder nach Hause. Ja, das war ganz zu klammheimlich. Ja, das war Zufall. Nicht mal geplant. Denn richtig und wichtig wäre es doch, Freunde, bezüglich dies zu argumentieren. Und das vergisst die Möwe immer mal wieder, ne? Aha, du. Ne? Du kleiner Piephahn, du. Bist du ein kleiner Piephahn, du? Oh nein, nein, oh nein, oh kacke. Na, ist es schon wieder so weit? Nein, ja, ich hab den Tiger nicht gesehen. Ach, er dich aber auch nicht. Von daher hat er sich bestimmt mehr erschrocken als du dich, ne? Ja, der hat mich auch einmal gebissen. Möwe. Das sind Liebeszuneigung von dem Tiger. Das sind Pferdeküsse. Oh Mann, ey, immer die scheiße Dünger hier, ne? Für drei Felder haben wir gar keinen Dünger, Leute. Hier die Batzen nochmal machen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, dann sind die Dinger auch schon wieder weg. Bike ist da! Moin, moin! Wieso ist denn eigentlich mal Caps Lock hier bei mir? Oh, das wird schon wieder dunkel oder was? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt, Digga. Nein, das doch nicht. Das da will ich haben. Ja, und schon wieder keine Premium-Kiste gefunden, ey. Das ist doch echt unfassbar, ey. Ja, sag ich dir. Also, das ist echt ziemlich schlecht hier mittlerweile, Freunde. Denn es ist wirklich Nacht, ne? Also ich bin pünktlich zu Hause. Ich war die ganze Zeit unterwegs und nichts gefunden. Ein Trauerspiel, Freunde. Ein Trauerspiel. Wir brauchen dafür. Dann habe ich noch... Ja, Feuer machen. Können wir auch bald wieder eine Solarzelle oder sowas bauen, ne? Yeah. Ich merke das schon. Also Strom ist maximal, Leute. Wir kriegen wirklich viel Strom mittlerweile rein, das merkt man schon. Normalerweise, wenn wir wiederkommen, ist immer alles leer, ne, an Strom. Und ja. Die Generatoren sind aus, Leute, und ich komme nach Hause und der Strom ist immer noch voll. Also wir sind auf den richtigen Weg, Freunde, passt auf, wir sind auf den richtigen Weg. Yeah, ihr seht's vielleicht selbst. Oh, jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich hier irgendwie heile zurückkomme. Das entspricht aber halt richtig ist. Würmchen, so. Und dann kannst du angeln, ne, oder? Ja, mal gucken. Erstmal muss ich die Teile zurückschaffen, weil ich bin jetzt, komme jetzt hier vom Fluss runter sozusagen. Und da sind ja irgendwo auch die Dead Elves. Die Dead Elves? Die Dead Elves, Freunde, ne? Die Dead Elves, Freunde, ne? Gott. Du bist so fertig, ey. Ehrlich, ey. Mann, ey. Möwe. Tu das eigentlich doll weh. Hey, ich komm da gleich runter. Dann reiß ich dir die Antenne vom Dach, mein Junge. Ja, ja. Du. Das muss doch echt starke Schmerzen erfordern. Möwe, ihr hört selber, der ist schon wieder frech hier, doch. Frühen Morgen, ne? Nee. Das geht nun wirklich nicht so. Das Federlager. Boah, wir sind reich mittlerweile. Hast du das mal schon begriffen, sag mal? Wir haben hier fast 100 Federn. Ja. Ich habe immer über 50 Pfeile im Rucksack, ne? Also wir haben wirklich viel. Voll geil. Ja, läuft. Freunde, ihr seht's selbst. Oh. Ich glaube, was kann halt Stromausfall. Ja. Hat's gemacht. Was zur Hölle ist das denn gewesen?
Das gesehen, ich war gerade im Wasser drin, im Haus bei uns, ne? War ich gerade im Wasser drin. Hä? Oh, hieß, ich habe noch ein lebendes Hühnchen gehabt. Oh, sehr, sehr gut. Mal gleich reingepackt hier in Stahl. Das hast du sehr gut gemacht. Lieber mal die Tür zumachen. Wir wissen ja, dass die Detlefs sehr gerne mal vorbeischauen. Ja, ich guck gerade, ob der Boden abgesackt ist oder sowas. Also ich war gerade hier so in eine Pfütze drin, weißt du? Das hat richtig geschwommen so, ne? Ganz komisch. Ja, willst du tschüss sagen oder was? Ja, liebe Freunde, das war's schon wieder mit der neuen Folge in dieser Woche Subsistence mit dem Mr. Chaos und der LP Schmiede. So. Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es da wieder heißt Survival am Schnee und am See und bei Jäger und Co. Bis dahin, ciao, ciao, bye, bye, bella, bella, packa, packa, ihr kennt das selber. Ciao.